Ich kann Eltern nur raten, die Kinder haben, die psychisch auffällig sind oder die belastet sind, dass sie sich nicht scheuen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das kann beispielsweise ganz unverbindlich erst einmal über eine Familienberatungsstelle erfolgen, wo die Eltern sich kostenlos und total unverbindlich Informationen einholen können und gemeinsam geschaut werden kann, welches Behandlungskonzept das Beste für das Kind und die gesamte Familie ist. Tatsächlich erinnere ich mich hier an einen Fall, den wir hier bei AXA noch vor kurzem behandelt haben. Der handelt von einem 11-jährigen Mädchen, das eine Essstörung entwickelt hatte, das Angst hatte, sich zu verschlucken, wenn es gegessen hat. Und die Eltern waren sehr, sehr verzweifelt, weil das Kind immer weiter abnahm, nicht essen wollte und am Ende sogar eine Zwangsernährung notwendig war. Und die Eltern haben mehrere Psychotherapeuten, Ärzten hinzugezogen, waren in Kliniken mit ihrem Kind, aber nichts hat funktioniert. Und dann hat die Mutter bei uns hier im Team angerufen und wir konnten mit einem Kooperationspartner, mit einer Klinik, eine geeignete Alternative anbieten und dann eine nahe oder zeitnahe Versetzung oder Verlegung ermöglichen. Und mittlerweile geht es dem Kind deutlich besser. Es hat auch wieder zugenommen. Und das Schöne ist an dieser neuen Klinik, dass die Familie mit in das therapeutische Setting mit aufgenommen wurde und mit integriert wurde. Und es geht der Familie deutlich besser.